So Leute, willkommen zurück. Wir haben immer noch hier den kleinen Krieg am Laufen, aber das ist ja nicht der Rede wert. Düdü. Und nächster Chor. Ungarn. Mit wem bist du denn verbündet? Ah, Bayern. Das ist nicht so toll. Ihr seid Kaiser, ne? Ja. Die Bayern. Brandenburg gefällt mir irgendwie gar nicht. Oh. Nehmen wir das Geld. Wir nehmen das Geld ausnahmsweise mal. So. Brandenburg ist immer noch dabei. Das finde ich aber nicht so toll. Kastilien, Frankreich und Brandenburg auf einmal könnte wirklich sogar problematisch werden. Aber ich riskiere es mal, weil nach einem Jahr ist Brandenburg eh wieder raus. Schweden. Oh, Schweden ist groß. Schweden ist tatsächlich gar nicht mal so klein. Kastilien sieht irgendwie ein bisschen verkrüppelt aus da unten. Aber hey, mag mich eigentlich noch irgendjemand in Europa? Ich glaube nicht, ne? Na doch, ein bisschen. Schweden wäre eigentlich noch ein ganz netter Verbündeter, einfach als Absicherung, weil nach Skandinavien dauert es noch ein bisschen, bis wir da sind, ne? Probieren wir das mal gerade. Gibt uns ein bisschen Absicherung. Bring, 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 bring. Persien. Na, wir haben sogar noch einen Waffenstillstand, allerdings nur noch bis April. Oh, so. Einmal Schweden wieder weg und einmal Schweden. Ach so. Wir sind im Krieg, deswegen geht's nicht. Verdammt. Dann machen wir jetzt einfach Frieden. Wird schon schief gehen. Russland kann man wieder als Rivalen nehmen. Interessant, interessant. Hätte ich nicht gedacht, weil ihr seid eigentlich nicht mehr so groß. Aber okay. Oh, 90%, das ist okay. Unruhen 8, das ist im akzeptablen Bereich. Dann einmal bitte hier die Söldner weg. Und eigentlich spiele ich viel zu wenig mit Söldnern. Kann man hier schon mal nochmal rübersetzen. Ah, unsere Manpower ist auch gar nicht mehr so hoch. Ding, 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 ding. Aber ich würde dann Persien noch mal angreifen. Können wir uns hier halt noch mal so. Ich würde vielleicht sogar hier rummachen, machen, dass unsere Länder hier verbunden sind, dass wir nicht immer oben durchlaufen müssen. Ach Gott, Leute, ich brauche doch Geld. Dann nehmt meine Stabilität. Nehmt sie und geht. Warum steht ihr auf einem Fleck? Wieso tun sie so etwas? Und der nächste. Oh. Sieht aber gar nicht mal so schön aus. Wobei das sind kleine Zahlen, das geht. Aber das hier macht halt noch einiges aus. Stabilität, meh. Schauen wir mal. Mm-hmm.
35 brauchen wir. Production. Ich könnte auch mal gucken, ob sich da was gut lohnt. 56. Hyderwendiger würde sich lohnen sogar. Kostet zwar einiges, aber bam. Wir brauchen ja den Kram, wenn wir in knapp 40 Jahren Manufakturen spawnen wollen, ne? 1650. Muss hier sowas haben, ne? So, hier auf der Krim, das können wir eigentlich wegmachen. Hupp. Ist ein bisschen mehr Geld. Ich will immer noch hier und da verteilt ein bisschen was haben, dass sie halt nicht komplett durchlaufen können immer. Aber es muss jetzt nicht komplett dicht besetzt sein mit Festungen. Ist halt mehr so, damit die einfach nicht einfach durchlaufen können. Ah, so eine Stabilität wäre jetzt doch eigentlich noch ganz nett, ne? Müssen wir mal gucken. Diese eine Provinz noch. Wie lange geht das noch? 1614. In einem Jahr. In einem Jahr können wir die auch hier vertreiben. Oh, und dann ist ganz schön viel Grün von der Karte verschwunden und ganz schön viel Orange da. Find ich gut. Gerade sagen, Indien müsste doch Hindu sein. Hinduistisch. Ich bin Hindu. So. Immer weiter Kram rüber schippern. Schon mal an der Grenze positionieren. So. Wie sieht's hier aus? Wächst und gedeiht. Ach, Ideengruppen. Gibt's eigentlich noch irgendwas, was die Annektierungskosten senkt? Glaube nämlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Als nächstes nehmen wir auf jeden Fall Qualitätsideen. Das gibt nochmal ein bisschen Boost. Die sind halt eigentlich ziemlich stark. Und danach gucken wir mal. Dauert ja noch eine Weile. 22, wir sind bei 15. Weil wir könnten schon weiter sein. Dann kommt eigentlich die nächste Gruppe bei 18 schon. Das heißt schon. Weil manche sind schon fast so weit, ne? Wir sind gerade, was Technologie angeht, doch ein bisschen zurück. Oh, und eigentlich müssen wir das Mittelmeer wirklich mal umschließen. So, Persien. Ich würde sich das sogar eher lohnen, oder? Bam. Oh, was hier? Zack. So, mehr Claims werden wir vor dem Krieg sowieso nicht mehr bekommen. Warte, ich lasse mal einfach noch laufen. Dann Burgund schon mal hier Beziehungen verbessern. Achso, machen wir schon. Ach da, ja, klar. Hab ich ja vorhin in Auftrag gegeben. So, einen sollten wir hier stehen lassen. Komm, du mal noch nach unten. Und du mal noch darüber. Ihr seid gerade auch im Alter. Ihr seid gerade auch im Krieg.
Hier ist alles so schön klein zerdröselt, das gefällt mir. Wobei so klein auch nochmal nicht, aber besser als Ming als Riesenblob. Russland. So, und damit ist das doch schon mal weniger geworden. Wie viel sind denn die? Oh, 32. Das könnte unschön werden. Unter Umständen. So ein bisschen könnte das unschön werden. So, jetzt haben wir 80.000 hier an der Grenze. Ihr solltet doch immer weniger Truppen haben, oder? Ah, 50.000. Oh, in Indien 72.000. Ah, sind aber, was Technologie angeht... Oh, ihr seid auch weit unten. Ja, dann, wenn das so ist, Freunde. Ab dafür. Flupp. Flupp. Flupp und Flupp. Allerdings hätte ich doch gerne, dass du irgendwas hast. Und auf geht's, ab geht's. Wie viel gibst du mir eigentlich? Ja, doch, über ein Gold, trotz so viel Autonomie. So, Perserkrieg Nummer 3. Oder ist das sogar schon der vierte? Weiß es gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber man kann nie genug Kriege führen. Kann man sich auch fürs Leben merken. Immer Krieg führen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Geht halbwegs sogar. Die ganzen Handelszentren haben es schon. Und der Kram drumherum. Ja, ein bisschen geht so. Halbwegs. Würde mich aber noch viel zu viel kosten. Viel, viel zu viel. Natürlich rückt die hier oben nochmal ran. Ist ja nicht so, als ob meine Truppen hier komplett kommen. Ihr macht hier den ganzen Kleinkram, ne? Oh, 14. Krass. 9. 32. Wir probieren es mal. Die haben keinen Anführer. Oh, doch. Sollte klappen. Sei denn, wir haben jetzt Pech. Und wir haben Pech. Los, ihr packt das. Ah doch, das packen sie noch. Das packen sie gut. Alles gut. So, ihr zieht euch nochmal ein bisschen zurück. Ah, da unten haben sie auch noch ihre anderen Truppen. Okay. Das war die Hauptstadt, genau. Und eigentlich sollten wir hier mal noch die Gebiete auf der Seite von dem Gebirge nehmen. Ich wollte hier... Ups. Ich wollte nicht aufs Handelszentrum klicken. Irgendwie sowas machen und so, bupp. Wobei das hier... Aber so... Das hätte ich nämlich gerne. Können wir uns doch noch hier was holen. Machen wir es so. Ha? Oder doch so. Machen wir es doch so. Oder so?
Und es juckt einfach keine Sau. Finde ich gar nicht mal so schlimm. Sodele. Da hätten wir die Hauptstadt. Immer gut. Immer gut. Dann können wir hoffentlich bald auch den zweiten Kredit bezahlen. Aragon ist immer noch ein bisschen zu blöd verbündet. Sonst hätte ich mir die schon längst geschnappt. Nur ich will jetzt wegen Aragon hier keinen halben Weltkrieg anzetteln. Nehme ich mir lieber erstmal Kastilien und Frankreich. Aber ihr seid mittlerweile auch gar nicht mal mehr so... Oh, haben wir sogar so gepackt. Krass. Gar nicht mal so schlecht verbündet. Wo lauft ihr denn durch? Wollt ihr hin? Ist auch egal. So. Anderen Krieg, den ihr auch verliert. Ardalan, da hätten wir auch den hier. Und den. Dann haben wir jedoch schon eigentlich ein echt schönes Gebiet. Den Oman greifen wir dann als nächstes an. Hier unten, das juckt eh keinen. Dann können wir auch eigentlich hier Afrika die Ecke mal noch nehmen, oder? Ich glaube, stören würde das keinen. Allerdings würde ich hier... ich glaube, hier sollten wir sogar dann nach dem Oman nochmal hingehen. Weil das hier... Na, verflogen ist es noch nicht. War eigentlich noch lange nicht, ne? Das ist eigentlich egal. Weil hier hinten interessiert es, wie gesagt, eh keinen. Weil wir eigentlich auch mal einfach hier gegen Bukharat, wobei Jin. Ah, Jin könnte unschön sein. Russland nochmal. Russland wäre nochmal eine Sache. Russland wäre in der Tat nochmal eine Sache. Oder hier unten. Euch. Diplomasalisieren geht leider nicht. Sonst die beiden nehmen und hier Fuß in Indien fassen. Janpur und Kochin. Ha! Schwierig, schwierig. Wir stehen gerade eigentlich nur dumm rum. Das ist nicht gut. Flupp. Und flupp. Und flupp. Und das mit euch auch mal. Flupp und flupp. Und so. Also den Kram hier noch nehmen. Festungen habt ihr eh nicht mehr viele. Ja, da kommt Transsilvanien. Mit wem war Ungarn eigentlich verbündet? Bayern, ja, stimmt. Doof. Bayern ist nicht so toll. Ach, das Reich angreifen ist immer so eine Sache, ne? Hey.
So. Oh. Oh, denen halt gerade geholfen. Verdammt. Die wollen noch nicht so ganz. Zack. Ha, schuldenfrei. Dann können wir auch gleich weiter. Schön, schön. Blarg. Ding, die ding, 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 ding. Hey, doch nicht mehr schuldenfrei. Ich habe lieber ein paar Schulden als hier jetzt nochmal Admin-Punkte zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Moment. Zu wem gehört wer? 6243, ihr gehört zusammen, alles gut. Sechs, zwei, vier, drei, gut, alles klar. Könnt ihr nochmal zusammen und ihr nochmal zusammen. Ihr könnt mal da hoch. So, die Truppen mal abfangen. Eigentlich mal noch warten sollen, bis wir da gecourt haben, ne? Ah. Anfängerfehler. So, dann geht ihr die mal abfangen, bitte. So, die sollten doch eigentlich ein bisschen mehr Warscore haben. Ich meine, wir haben die komplett, also wir haben die fast komplett belagert. Irgendwie so, ne? Werde damit. Ding, ding, ding. Allerdings, wo es mir gerade einfällt, wir könnten nochmal den hier. Den hier. Alter, ernsthaft, wir kriegen euch nicht über 50%. Dann warten wir. Then we wait. So. 67. Wir sind eigentlich nochmal in einen Kampf mit denen geraten. Weil unser Kriegsziel ist ja Schlachten gewinnen. Wo sind die denn? Where are they? Oh. Rebellen, juhu. Flüchten die jetzt hier mit ihren Truppen ins Ausland? Was soll denn das? Haben hier Frieden gemacht, okay. Wir haben gewonnen? Interessant.
Von mir aus. Dann geht mal fröhlich weiter belagern. 78. Es wird immer wärmer. Wieso tut ihr das? Ja, das hier wird eh noch dauern. Das hier ist unschön. So, Wolle. Dafür Kotten. Indus, Goa, Ceylon. Bengal. Machen wir es halt mal so, ne? Ah ja. Ich glaube, die wollen dahin, oder? Nee, doch nicht. Entscheidet euch doch mal. Vor allem nehmt mal mein Friedensangebot an. Administrative Power ist super. Super duper. Super duper Admin Power. Ah, 5 weitere Staaten. Wir brauchen diese Tech. Jungens und Mädels, wir brauchen diese Tech. So, nicht mehr viel. Können wir uns eigentlich schon mal nochmal in die Richtung verziehen. Jupp. Und wir nehmen das dann genau so. Ich bin geneigt, anstatt der Provinz Geld zu nehmen. Werde ich auch tun. 500 Gold, dann können wir die Schulden zurückbezahlen. Nehmen wir. So. Und die sehen eigentlich immer noch viel zu groß aus, weil die Gebirge hier sind einfach mächtig. Wobei, das ist jetzt unser Gebirge. Ha! So, und hier, Festung kommt weg. Und hier die Festung kommt weg. Ihr kümmert euch um die. Ihr lauft bitte einmal dahin. Dann... so. Und machen so. Schön. Gut. Damit wäre die Folge aber auch zu Ende. 29 Minuten. Ah. Und 16, 18. Der Krieg hat recht lange gedauert. Länger als mir lieb ist. Aber ich finde es schön. Ich erobere Persien hier. Die erobern was da. Ach, immer hin und her. Aber okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.